Es soll sein vorletztes Rennen in einem Porsche 956 sein. Eigentlich ein normaler Renntag, eine normale Rennstrecke mit einer besonderen Kurve, der Eau Rouge. Manche bremsen, manche gehen nur vom Gas. Er wird dann sehr schnell im fünften Gang gefahren. Man fährt ungefähr diese rechts dann im Bergauf zwischen 230 und 240 Kilometer mit dem Gruppe C. Sportwagenrennen. Ein riesiges Spektakel, fast so groß wie in der Formel 1. Die alten Helden alle am Start. Stuck, Maas. Der junge Beloff kann ihnen eigentlich nicht mehr gefährlich werden, ist bald bei Ferrari. Alle mögen ihn und seine Art. Jackie X nicht. Ihm geht der Deutsche schon lange auf die Nerven. Der Stefan hatte keine Ehrfurcht vor ihm, wenn man das so sagen will. Er war der Jackie X war, er hatte zum Beispiel aus Spaß, hey Jakob, das konnte der X nicht leiden. Wenn so ein arrivierter Mensch wie Jackie X oder ich mit anderen jungen Fahrern dann so ein junger Löwe kommt, dann hast du mal richtig Feuer unterm Arsch, gell? Das ist einmal klar. Start zu den 1000 Kilometern von Belgien. Zwei Fahrer teilen sich ein Cockpit, wechseln sich ab. Patrese auf Lancia, vor Bell auf Porsche in der Anfangsphase. Am privaten Porsche von Bell auf Boutsen hat der Belgier Thierry Boutsen hier den ersten Part des Rennens übernommen. Ein Blick aus dem Cockpit von Jochen Maas, der hier in der Anfangsphase Boutsen überholt. Beloff wartet draußen an der Box auf seinen Einsatz. An diesem Tag ist er anders, besonders in sich gekehrt, fast apathisch. Er hatte auch keine Lust. Er hat auch gesagt, du, ich am liebsten würde ich gar nicht fahren. Ich habe immer geträumt, der Stefan war, wir waren irgendwo spazieren und war wunderschön, eine wunderschöne Landschaft und plötzlich war er nicht mehr da. Und dann bin ich wach geworden und lag er natürlich neben mir und dann, ja, und dann kam der Sonder. Und dann habe ich gesagt, also wenn du dann jetzt fährst, dann pass mal auf. Denn 3 Wochen zuvor war Manfred Winkelhock in Moosbott, ja, tödlich verunglückt. Das hängt bei mir drin. Nimm es bitte mit auf den Weg. Da könnte was passieren. Steck zurück, lass es gehen. Die Angst während des Fahrens spielte mit Sicherheit keine Rolle. Weil da gibt es so viel zu tun und man muss sich so viel merken, dass man gar keinen Gedanken an die Angst verlieren kann. Und auch gar nicht darf, weil wenn ich ängstlich wäre oder Angst hätte, könnte ich mit Sicherheit gar nicht Gas geben. Das Brun-Porsche-Team weit vorn an der Ausfahrt aus der Boxengasse. Beloff kurz vor dem Wechsel. Boutsen und Maas kommen rein. X und Beloff sind dran. X bekommt trotz einer hinteren Box vor Beloff die Freigabe, geht knapp vor seinem schärfsten Konkurrenten auf die Strecke. Wäre Stefan gegen Jochen Maas gefahren, dann war das kein Problem. Die beiden haben sich verstanden. Das Verhältnis zum X war, ich bin eh schneller wie du. Eine verhängnisvolle Tatsache. Beloff jagt X über die Strecke, schiebt ihn fast vor sich her. Ich saß oben in der Box, Jackie hat das Auto übernommen und fuhr die Eau Rouge runter. Und ich saß oben, guckte den so nach und der Stefan hinten dran. Und da dachte ich mir noch mal sehen, wo er ihn wohl packt. Der konnte nicht es vertragen, dass jetzt ein junger Bursche kommt, der bessere Zeiten fährt und der ihm das, er war immer die Nummer 1 gewesen, er hat Le Mans gewonnen, war ein guter Fahrer und alles. Und so hat dann also die Distanz zwischen den beiden hat einfach nicht gestimmt. Ein Zweikampf, atemberaubend. Bis in die Eau Rouge. Von dem, was jetzt passiert, gibt es nur diese Fernsehaufnahmen.
Alles andere ist Spekulation. Vielleicht war der Jackie auch da unten besonders vorsichtig gefahren. Nicht langsam, aber doch vorsichtiger. Und er glaubte, da könnte ihn da so außen, wäre schön gewesen, außen Jackie X zu überholen, da unten in der Eau Rouge, hätte jeder gesagt, der Größte. Aber das sind so Sachen, die gehen sich nicht immer außen. Da kam schon sicherlich ein bisschen so dieses Gefühl zustande, als Junge zeige ich es dem alten Hasen und der alte Hase sagt, mit mir nicht mein Freund. Und dann hat der Stefan mal im Gespräch gesagt, Bubi, darf ich das laut sagen? Bubi, du scheißt dich ein, wenn du da durchfährst. Das war sein O-Ton. Und der Stefan hätte an der Stelle niemals überholt. Im Cockpit des führenden X. Wollte Beloff überholen auf Teufel komm raus? Oder hat X mit einem Schlenker nach rechts den Weg freigemacht, um dann wieder nach links rüberzuziehen? Die blaue Flagge wird geschwenkt. Eine Warnung an X. Beloff will vorbei. Dann die Kollision. Der Jackie X hat damals die blaue Flagge gekriegt, ist nach rechts rübergegangen. Und der Stefan hat zum Überholen angesetzt und in dem Moment ist der Jackie halt wieder nach links gefahren. Das ist alles Quatsch. Der Jackie fuhr seine Linie. Da überholt man nicht. Deswegen achte ich da nicht darauf, ob mich da einer möglicherweise überholen will. Stefan war in Eau Rouge so viel schneller wie der Jackie X. Er hat es einfach probiert. Das liegt in der Teil der Sache, versteht man auch. Und ich kann mir vorstellen, dass Jackie X sich das einfach auch nicht bieten lassen wollte und die Tür zugemacht hat. Und dann kam es zu dem fatalen Unfall. Macht der Platz vom geht er rüber, der hat den Stefan ja eingeladen. Ich möchte ihn auch im Glauben lassen, weil jeder hat so seine Theorie darüber. Ich fuhr, ich war dort, ich habe es gesehen und ich weiß auch, was an der Stelle machbar ist und was nicht mit den Autos. Und das war es nicht. Das war nicht machbar. Die Schuldfrage ist bis heute ungeklärt. In der Eau Rouge endet das Leben eines Rennfahrers. Das Leben des anderen ist nicht mehr wie zuvor. Being involved in a racing incident with the most promising German driver. Er war der mit Abstand talentierteste deutsche Fahrer seiner Generation. Unglaublich gut, besonders auf nasser Fahrbahn. Dass ich in den Unfall verwickelt war, bei dem er zu Tode kam, das war schrecklich für mich. Es war ein dummer, völlig unnötiger Unfall. Aber die Folgen für ihn waren grausam. Das sind Dinge, die du niemals vergisst. Niemals. Man kann es nicht rückgängig machen. Ich hätte nie irgendwie ein Wort verloren, dass er schuld ist oder was auch immer. Das hätte ich nie gemacht. Das ist, wie gesagt, das ist was zwischen diesen beiden gewesen. Das ist zwischen den beiden passiert. Und nur die beiden wissen, was da passiert ist, warum und wieso, ob der einen Fehler gemacht hat oder der anderen Fehler gemacht hat. Und deswegen, es steht auch keinem zu, darüber irgendwas zu sagen. Auch mir nicht. Und wenn der Jackie da irgendeinen Fehler gemacht hat vielleicht, dann muss er damit leben. Driver being taken to the circuit medical center. Stefan Beloff wurde nur 27 Jahre alt. We have never, ever seen a car as wrecked as this car. Er ist immer neben einem, er begleitet einem. Alle Woche geht man dann mal ans Grab, ans Familiengrab. Ne? Da liegt er neben meiner Mutter. Ne? Manchmal war es so, wenn man nach Hause kam vom Rennen. Oh, wenn wir nach Hause kommen, Papi, wir haben noch Hunger. Und dann können wir noch was essen, es ist ja dann 11 Uhr, sag ich ja, die Mutti oder die Oma macht bestimmt noch was. Dann habe ich dann dich schon am Grab gesagt, siehst du, jetzt liegen die beide da unten nebeneinander. Dann kannst du sagen, Oma, kannst du mir noch was Süppchen kochen?